Smartphones, Tablets, Computer und Infoscreens. Videos im Web sind das Thema der Online-Branche. Die APA IT organisierte eine Podiumsdiskussion zum Thema Video, Skills and Thrills. Bei dem Business Breakfast im Otto-Wagner-Schützenhaus am Donaukanal diskutierten 4 Experten über Chancen und Herausforderungen des neuen Mediums. Das Video ist in Wirklichkeit kein Hype, sondern das ist ein reales Businessmodell, das jetzt entsteht. Und es können reale Geschäfte mitgemacht werden. Sehr viel Technologie-Know-how ist dazu notwendig. Es ist ein Bereich, der wahnsinnig stark boomt. Wir haben sehr hohe Nachfrage auch von Werbekunden nach Pre-Clips. Und deswegen sozusagen ist es für uns auch kommerziell total spannend. Das ist für uns aber auch journalistisch extrem spannend, weil sich viele Inhalte ganz neu erzählen lassen. Die Herausforderungen, die das neue Medium birgt, sind vielfältig. Wir brauchen zurzeit bis zu 4 Stunden, bis wir ein Video online stellen von einem aktuellen Ereignis. Das ist zu lange. Da ist das Ereignis newsmäßig schon beim User angekommen und wir können mit einem Video dann nicht noch mehr Leute aktivieren. Das heißt, wir müssen verkürzen, eine Stunde oder überhaupt live. Live ist ein großes Thema. Die große Herausforderung stellt die Finanzierung dar. Videos sind in der Produktion aufwendig und teuer. Es geht um die Monetarisierung des Contents. Zahlt der Werbekunde das Video oder bedarf es doch Paywalls und ähnlichen Systemen? Das Geld, das wir einnehmen über die Werbung, finanziert noch nicht die Produktionskosten. Aber die Aufgabe, die wir haben, ist eben 30.000, 50.000 Zugriffe auf diesen Inhalten zu haben. Und wenn wir das schaffen im Videobereich, dann ist auch die Monetarisierung sehr erfreulich. Mein Plädoyer ist, obwohl ich selbst sozusagen ein Werbevermarkter bin, ja, alles was geht, auch probieren, dass man die Kohle dort holt zur Refinanzierung, wo sie eigentlich auch geholt werden sollte, bei den Konsumenten. Einhellig auch die Meinung, Google und Co. sind nicht die Lösung für heimische Content-Anbieter. Denn die Big Player haben eigene Interessen. Wir stehen am Anfang von einem echt massiven Wandel. 2015 wird eingehen als das Jahr, wo das Versprechen der großen 5, insbesondere Google, insbesondere Apple, insbesondere Facebook, nicht in den News-Bereich zu gehen, nicht in den Content-Bereich zu gehen, beendet wurde. Alle 3 investieren massiv in den News-Bereich. Das heißt, wir haben an Konkurrenten am Markt oder wir haben Konkurrenten am Markt, die extrem schwer zu bekämpfen sein werden. Die Entwicklung wird in den nächsten Jahren sicherlich weiter in Richtung Webvideo gehen. Also 2020 glaube ich, dass Video nach wie vor also mehr als 80% ausmachen wird. Video wird aber von der Datenmenge her enorm anwachsen. Ich denke gerade dieses HD- und 4K-Thema wird unter Umständen sehr viel mehr über Internet transportiert werden, als es jetzt über terrestrische Andersnetze, also Fernsehnetze oder Satellit kommen wird. Eines scheint sicher. Online-Videos werden in Zukunft zu den wichtigsten Elementen unserer Medienlandschaft zählen.